Ja, um die Verschalung zu entfernen, müsst ihr diese Schraube hier wegnehmen, diese hier, danach den Deckel öffnen, den Clip lösen, den Zapfen rausziehen, dann habt ihr hier eine Schraube und hier habt ihr eine Schraube. Danach müsst ihr unten, hier ist es noch defekt, unten hier das Kabel rausziehen und dann die Schalung entfernen. Also zuerst hier Zapfen herausziehen und den Stecker abmachen. Das ist für die Ladung zuständig hier. Und den Automover jetzt drehen. So, hier drunter hat das noch eine Unterlagscheibe. Die müsst ihr wieder einsetzen danach. So, die zwei Schrauben entfernen. Dann den Clip hier. Dieser Clip müsst ihr auch noch rausnehmen. So. Und hier an diesem Stecker ziehen und das Ganze nach unten setzen. So. Perfekt, schließen, die Schraube hier noch entfernen und die Schraube hier noch entfernen, so, ja, schwierig mit einer Hand, so, und jetzt könnt ihr im Prinzip die ganze Verschalung anheben. Und der Automover ist jetzt frei. Genau. Das ist die Unterlagscheibe, die ihr wieder einsetzen müsst. Macht ist frei. Nicht vergessen, bevor die Verschalung wieder drauflegt. Ja, das sind die Schrauben, die vordere unter der Verschalung, die zwei hinteren Schrauben. Das ist für den Endschalter, wenn der Deckel geschlossen ist. Und hier die Befestigungsunterlagen.